Es gibt viele schöne Tricks, mit denen man auch in kleinen Bädern für eine effektive Ordnung und eine Wohlfühlatmosphäre sorgen kann. 15 davon habe ich heute für dich. Wusstest du, dass bis vor 100 Jahren die meisten Wohnungen noch kein eigenes Badezimmer hatten? Man hat tatsächlich in seiner Küche gebadet. Glücklicherweise ist das heute vorbei. Und deshalb, lass uns schnell ins Bad gehen. Freie Flächen wirken ordentlicher. Daher solltest du generell nur die wirklich häufig genutzten Produkte draußen stehen lassen. Alles andere darf gerne in den Schrank. Und neben einem Schrank hilft dir auch eine Wannenablage dabei, die Ränder deiner Badewanne freizuhalten. Diese bringt nicht nur Staufläche, sondern wirkt selbst wie ein hübsches Dekostück. Und die Dinge des täglichen Bedarfs werden praktisch und nebenbei auch schön in Körben aufbewahrt. Natürlich kannst du dafür auch andere schöne Gefäße verwenden. So haben wir hier diesen Blumentopf als Bürsten- und Kammhalter umfunktioniert. An kleinen Waschbecken, wie hier in unserem Gäste-WC, kannst du die Seife auch aufhängen, statt sie zu stellen. So wirkt es optisch gleich aufgeräumter und freier und du sparst dir beim Putzen das lästige Umräumen. Dieser Spender ist übrigens geklebt, nicht gebohrt. Falls du lieber feste Seife nutzt, es gibt auch hier sehr schöne Lösungen. Ein kleines Regal wie dieses hier ist gerade im Gästebad sehr praktisch. Hier ist zum Beispiel zusätzliches Toilettenpapier untergebracht. So müssen die Gäste bei Bedarf nicht extra danach fragen. Und im Bad haben wir die extra Rollen auf einem Halter, der eigentlich für Küchenpapier gedacht ist, aber auch hier sehr gute Dienste leistet. In der Dusche ist ein Duschregal zum Aufhängen sehr praktisch. Und wenn dieses unterschiedliche Flächen hat, kann man hier eine Aufteilung nach Familienmitgliedern vornehmen. So kann jeder die Produkte unterbringen, die er braucht. Tatsächlich nutzen wir alle vier dieselbe Dusch- und Shampoo-Marke, sodass wir hier Platz sparen können. Da die meisten Bäder nicht allzu groß sind, empfehle ich einen Spiegelschrank anstelle eines Spiegels. So bekommst du auf gleicher Fläche noch zusätzlichen Stauraum. Und falls du die Möglichkeit hast, bringe gerne noch weitere Spiegel an. Denn diese sorgen dafür, dass uns der Raum größer vorkommt, als er tatsächlich ist. Aber nochmal zurück zum Stauraum. Im Schrank selbst sorgen unterschiedlich große Behälter für bessere Übersicht und mehr Organisation. Auch die Innenseite der Tür lässt sich sehr gut als Stauraum nutzen. So haben wir hier etwa unsere Handtücher hängen. Alles, was man dazu braucht, sind solche einfachen Türhaken. Wir haben diese zusätzlich jeweils mit einem kleinen Foto von uns verziert. So weiß jeder sofort, zu wem welcher Haken und somit welches Handtuch gehört. Wenn du Kinder hast, kannst du für deren Handtücher auch Saughaken verwenden. Die kann ich wirklich sehr empfehlen, denn man kann diese ganz einfach in der gewünschten Höhe anbringen. In einem kleinen Bad empfiehlt es sich, die Höhe auszunutzen. So lagern zum Beispiel in dieser Kiste auf dem Schrank unsere Badvorräte. Und auch die Pflanzen durften in die obere Etage ziehen. Ja, Pflanzen sind für mich im Bad einfach unverzichtbar. Gerade weiß gefließte Bäder wirken schnell einmal kühl und steril,
Pflanzen setzen hier einen wunderbaren Gegenakzent und vermitteln eine angenehme Wohlfühlatmosphäre. Einen ähnlichen Effekt erzielst du mit Textilien. Je nach Stimmung kannst du hier mit unterschiedlichen Handtüchern schnell eine schöne Veränderung erzielen. Ebenso spielt Licht bei der Raumatmosphäre eine große Rolle. So machen Kerzen oder Windlichter ein schönes Vollbad noch schöner. Und falls du nicht nur dein Bad, sondern auch den Rest deiner Wohnung gemütlicher gestalten möchtest, findest du in diesem Video gute Tipps dazu. Danke für deinen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.